Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Es ist einfach, das Wort Gottes zu hören, Amen zu sagen und den Inhalten zuzustimmen. Sie können Verse in Ihrer Bibel bunt unterstreichen, markieren oder mit Sternchen versehen. Aber auch wenn sie dann aussieht wie ein Malbuch, bedeutet das nicht, dass Sie wirklich etwas verstanden haben. Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Herr, ich bete, dass es das Leben der Menschen verändert. Ich will nicht, dass sie nur Informationen aufnehmen, sondern Erkenntnisse haben. Ich bete dafür, dass jeder hier in der Lage ist, sich zu konzentrieren und dass es keine Störungen und Ablenkungen gibt. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ephesians chapter 5. Epheser 5, Vers 1. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes. Eifert ihm nach und folgt seinem Beispiel, wie geliebte Kinder ihrem Vater nacheifern. Nachahmer Gottes. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Es bedeutet mehr, als jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und vielleicht noch einmal während der Woche. Es bedeutet viel mehr, als einmal im Jahr zu einer Joyce-Meyer-Konferenz zu gehen oder jeden Morgen meine Sendung im Fernsehen anzusehen. Es bedeutet mehr, als jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Christ zu sein bedeutet vor allem, dass wir an das Evangelium glauben. Wir nehmen Jesus als unseren Retter an. Aber dann verbringen wir den Rest unseres Lebens damit zu lernen, wie man Gott nachahmt. Wir verbringen den Rest unseres Lebens damit, Gott kennenzulernen, ihn kennenzulernen und immer besser nachzuahmen. Wir haben einen Enkel, der im Juni ein Jahr alt geworden ist. Gerade kürzlich haben wir eine knappe Woche mit ihm verbracht. In diesen 5 Tagen habe ich mehr gelacht als sonst in 5 Monaten. Das lag vor allem daran, dass er gerade gelernt hat, Dinge nachzumachen. Wir verbrachten einen großen Teil der Woche damit, ihm Sachen vorzumachen. Und wenn er, sein Name ist Travis, uns dann nachahmte, waren wir so begeistert, dass wir uns aufführten wie Idioten. Wir sagten, Preis Jesus, Travis! Und er machte, und wir sagten, oh! Und er sagte, ah! Wisst ihr, ich glaube, dass Gott mir diese Erlebnisse mit Travis kurz vor der Konferenz geschenkt hat, um mich auf diesen Vortrag vorzubereiten. Ich wusste bereits, worüber ich sprechen würde. Aber dadurch bekam das Thema eine tiefere Bedeutung für mich, weil ich dachte, wenn wir schon so begeistert sind, wenn unsere Kinder uns in so kleinen Dingen nachahmen, wie begeistert muss Gott dann sein? Und wie glücklich muss es ihn machen, wenn wir ihn nachahmen? Seid Nachahmer Gottes. Die Bibel sagt, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Ich wusste, dass euch das gefallen wird. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Aber ich glaube, meistens ist das alles, was wir von diesem Vers mitbekommen. Und alle sind so begeistert. Oh, ich kenne die Bibelstellen, die die Menschen begeistern. Ich lehre sie schon lange genug. Aber jetzt sehen wir uns die zweite Hälfte dieses Verses an. Mal sehen, ob ihr dann immer noch begeistert seid. Das Friede. Er redet über Frieden. Es ist immer noch Vers 17. Das Friede, Gerechtigkeit, Sicherheit, Sieg über Widerstände ist das Erbteil der Knechte des Herrn.
Es ist also euer durch Blut erkauftes, ererbtes Recht, dass keine Waffe, die gegen euch geschmiedet wird, etwas ausrichten kann und jede Zunge, die euch verklagt, als Lügner entlarvt wird. Aber jetzt müssen wir uns ansehen, was ein Diener des Herrn ist. Solchen, in denen der vollkommene Knecht des Herrn Gestalt gewinnt. Seht ihr das? Was muss ich tun, um zu sagen, ich bin ein Diener des Herrn? Ich muss eifrig mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, damit Jesus in mir Gestalt gewinnt. Ein Diener des Herrn ist nicht nur jemand, der eine Bibel besitzt und in die Kirche geht. Ein Diener des Herrn ist jemand, in dem Jesus Gestalt gewinnt. Deshalb arbeiten wir Tag für Tag mit dem Heiligen Geist zusammen und machen Fortschritte. Ich habe nicht gesagt, dass wir schon angekommen sind, aber wir machen Fortschritte. Wir studieren, wir lernen, wir wachsen, wir haben Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir beten, wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Wir machen uns Notizen, wir bitten um Vergebung, wir wollen uns verändern, wir wollen wachsen. Dann können wir sagen, keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, werde ich schuldig sprechen. Das verdient einen kräftigeren Applaus. Mich hat das wirklich begeistert, als ich es las. Ich lehre jetzt schon seit 33 Jahren und wenn ich über diesen Vers spreche, lese ich oft nur den ersten Teil vor, weil die Leute ihn lieben. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Wir haben Lieder mit diesem Vers, es gibt Vorträge und Bücher darüber. Aber wisst ihr was? Ihr versteht den ersten Teil nicht ohne den zweiten Teil. Nun kommt. Ich bin nicht nach Texas gekommen, um euch Nachtisch zu servieren. Habe ich recht? Ihr wusstet, was euch erwartet, als ihr hergekommen seid. Ich will euch ermutigen, ich will euch aufbauen, ich will euch sagen, wie wunderbar ihr seid, aber ich werde euch auch mit dem Wort Gottes den Hintern versohlen. Wisst ihr, es ist alles gar nicht schwer zu verstehen. In der Bibel heißt es immer und immer wieder mit anderen Worten, tut, was ich euch sage und ihr werdet gesegnet sein. Tut ihr es nicht, werdet ihr nicht gesegnet sein. Ihr habt keine große Auswahl, nur diese beiden Möglichkeiten. Kein Grund zur Verwirrung. Tut, was ich euch sage, und ihr werdet gesegnet sein. Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden, Gerechtigkeit, Freude und gute Beziehungen haben. Ihr werdet vorankommen, wohlauf und gesund sein. Tut ihr nicht, was ich euch sage, werdet ihr unglücklich, elend und völlig durcheinander sein, schlechte Beziehungen haben, besorgt und ängstlich sein. Es ist nur eine Frage des Gehorsams, ob Jesus in uns Gestalt gewinnt. Aber eines ist sicher, wir können uns nicht verhalten, wie Jesus es tun würde, wenn wir ihn nicht kennen. Ihr müsst ihn kennen. Und wir sprechen hier nicht über Informationen, sondern über tiefe Erkenntnisse. Ich glaube, das Wissen der meisten Christen ist weitaus größer als ihr Gehorsam. Oder? Wisst ihr, ich hätte heute Abend auch über Vergebung und Streit und Verletzungen lehren können. Dann hätte ich euch gefragt, wer von euch muss jemandem vergeben? Wer von euch trägt eine Verletzung mit sich herum? Wer von euch hat mit jemandem Streit? Vielleicht hat euch jemand verletzt und ihr könnt ihm nicht vergeben. Ich kann euch versprechen, dass dann nicht weniger als 70% oder 80% der Leute, die auf dieser Veranstaltung sind, aufgestanden wären. Ihr fragt, woher weißt du das? Ich weiß das, weil ich das schon 33 Jahre lang mache und noch nie weniger Leute aufgestanden sind. Deshalb meine Frage, wie viel Bibellehre müsst ihr noch hören? Über die Vergebung. Bevor ihr euch entschließt, den zweiten Schritt zu tun. Und ihn dann tatsächlich geht. Es ist kein Problem, das Wort Gottes zu hören. Es tut nicht weh. Ihr könnt Amen sagen, ihr könnt ihm zustimmen. Ihr könnt Verse in eurer Bibel gelb, grün, rot unterstreichen, markieren oder mit Sternchen versehen. Ich meine,
meine, eure Bibel kann aussehen wie ein Malbuch, aber das bedeutet nicht, dass ihr wirklich etwas verstanden habt. So. Es ist mir egal, ob ihr alle meine Bücher gelesen habt. Natürlich gefällt es mir, wenn ihr sie gelesen habt, weil das bedeutet, dass ihr eins kaufen musstet. Cool. Die Leute sagen mir, oh, ich habe alle deine CDs gehört und alle deine Bücher gelesen. Manchmal denke ich dann, du dummes Ding, du hast gar nichts gelesen. Du würdest dich nicht mehr so verhalten, wenn du es getan hättest. Jetzt traut sich wahrscheinlich keiner mehr, mir zu sagen, dass er meine Bücher gelesen hat, stimmt's? Ich will nur etwas klarstellen. Wisst ihr, ihr könnt da rausgehen, euch alle Bücher kaufen, eure Wohnung damit dekorieren und eure Freunde glauben lassen, dass ihr geistlich seid? Aber früher oder später müssen wir uns selbst gegenüber ehrlich sein. Wir brauchen nicht zu versuchen, andere zu beeindrucken. Wir müssen uns selbst gegenüber ehrlich sein und sagen, okay, Joyce, was tust du? Wie behandelst du andere Menschen? Bist du selbstsüchtig? Bist du großzügig? Bist du gehorsam? Wie lange muss Gott an dir arbeiten, bis du gehorsam bist? Bist du auf jemand sauer? Musst du jemandem vergeben? Bist du eifersüchtig? Vielleicht sollte ich über etwas anderes sprechen. Ihr müsst euch über eines im Klaren sein. Gott liebt euch bereits. Ihr müsst nicht versuchen, Gott nachzuahmen, damit er euch liebt. Ich versuchte nicht, meinen Enkel dazu zu bringen, dass er mich nachahmt, um ihn dann dafür zu lieben. Ich liebte ihn bereits. Ich wollte, dass er mich nachahmte, weil ich ihn liebe, weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Warum wünschen wir uns, dass er im Alter von 1 oder 2 Jahren sagt, preist Jesus, weil wir ihn lieben und weil wir wollen, dass er die Wahrheit kennt. Gott will nicht, dass wir ihn nachahmen, weil wir uns damit seine Liebe erkaufen können. Er will, dass wir ihn aufgrund dessen nachahmen, was er für uns getan hat, als eine Art zu sagen, mein Gott, du bist so gut zu mir. Ich will den Rest meines Lebens versuchen zu tun, was du willst. Einverstanden? Ich glaube, dass einige Leute hier auf dieser Veranstaltung eine Veränderung durchmachen. Ihr werdet etwas erkennen und in euch wird etwas passieren. Ihr werdet verstehen. Und ihr werdet hier mit einer neuen Entschlossenheit rausgehen, dass die Welt euch nicht aussaugen wird. Und dass ihr ab jetzt ein Vorbild sein werdet, ein Licht in einer finsteren Welt. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das Friede, Gerechtigkeit, Sicherheit, Sieg über Widerstände ist das Erbteil der Knechte des Herrn, solchen, in denen der vollkommene Knecht des Herrn Gestalt gewinnt. Stimmt? Ich liebe diesen Vers. Er ist so wunderbar. Wir müssen Gott kennen. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen. Aber wir reden hier nicht von, ja, ich weiß, dass es einen Gott gibt, ja. Hier geht es um eine Offenbarung. Warum ist es wichtig, dass wir Gott kennen? Nun, erstens, wir können nicht sein wie er, ohne ihn zu kennen. Und zweitens, in 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, im zweiten Teil, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Versucht mal, das wirklich zu begreifen. Wie er ist, das heißt, ebenso siegreich und mächtig wie er ist, sind auch wir. Nicht erst, wenn wir in den Himmel kommen, sondern jetzt und hier in dieser Welt. Das gehört euch.
Das wurde euch bei eurer Wiedergeburt als ein Geschenk von Gott eingepflanzt. Ein Same von allem, was Gott ist, kam in euren Geist, als ihr Jesus als euren Retter angenommen habt. Es spielt keine Rolle, ob ihr es spürt oder ob ihr euch schon verändert habt. Es ist in euch. Ihr wässert diesen Samen durch das Wort Gottes. Und ihr lasst euch vom Heiligen Geist dabei helfen, das Unkraut aus eurem Leben zu entfernen. Und ihr werdet zu einem Baum der Gerechtigkeit, zu einer Pflanzung des Herrn. Warum? Damit er verherrlicht wird. Jesaja 63. Wisst ihr, Paulus bat um einige Dinge für die Gemeinde Jesu, die, gelinde gesagt, sehr interessant sind. Und sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir für andere Menschen beten, beten wir oft das Falsche. Wisst ihr, wir beten immer dafür, dass sie von etwas befreit werden. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was sie brauchen. Manchmal müssen die Menschen durch das hindurch, was sie gerade erleben. David, der Psalmist, sagte, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Und Paulus betete nie dafür, dass jemand seine Probleme los wurde. Wusstet ihr das? Er sagte nie, ich bete dafür, dass dieses Problem verschwindet. Er betete dafür, dass sie alles, was ihnen widerfuhr, mit einer guten Einstellung ertragen würden. Oh. Im Prinzip betete er dafür, dass wir in der Lage wären, Gott nachzuahmen, ganz gleich, was in unserem Leben vor sich geht. Ohne ständig diese Hochs und Tiefs zu erleben. Gott ist beständig. Und auch wir können beständig sein. Wollt ihr nicht dieselben bleiben, ganz gleich, was um euch herum passiert? Wer von euch will sich nicht länger von seinen Umständen beherrschen lassen? Wer von euch will nicht mehr zulassen, dass ein schwieriger Mensch seinen Tag ruiniert? Der Gedanke scheint euch zu gefallen. Wisst ihr, was mir das sagt? Dass ihr momentan noch zulasst, dass schwierige Menschen euren Tag ruinieren. Wer von euch glaubt, dass es ihm nicht gelingen würde, den Tag von Jesus zu ruinieren? Ihr könntet ihn nicht erschüttern, stimmt's? Und wisst ihr warum? Weil er nur denken würde, Mensch, du tust mir leid. Ihr müsst mich kennen. Wir müssen also anfangen, richtig für andere zu beten und richtig für uns selbst zu beten, okay? Die Verse 16 bis 19 aus Epheser 1 zeigen uns, wie das geht. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich ermutige euch, an jedem Tag eures Lebens dafür zu beten, dass Gott euch den Geist der Offenbarung schenkt. Keine Informationen, sondern Offenbarungen, Erkenntnisse. Dann können die Informationen, die ihr habt, in eurem Geist real werden. Erst wenn sie für euch Wirklichkeit sind, könnt ihr sie auch umsetzen. Stimmt's? Dann erklärt Paulus die Offenbarung genauer. Den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus sagt also, ich will, dass ihr Gott kennt. Lasst uns deshalb jeden Tag dafür beten, dass wir Offenbarungen, Erkenntnisse über Gott bekommen. Wir wollen den Charakter Gottes kennen. Wir wollen Gott kennen. Wir wollen fähig sein, sofort zu erkennen, das ist nicht Gott oder das ist Gott. Oder Gott würde das nie tun oder dieser Mensch muss ein Christ sein. Ich will nicht, dass die Welt das an Äußerlichkeiten erkennt. Sie sollten nicht nach meinem Autoaufkleber suchen müssen, um zu sehen, ob ich Christ bin oder nicht. Und dann feststellen, dass ich keiner bin, weil ich das Gesetz breche. Habe ich recht? Ich will nicht, dass die Leute mich als Christin erkennen, weil ich christlichen Schmuck trage oder
bei der Arbeit christliche Popmusik höre. Ich möchte, dass sie es an meinem Charakter erkennen. Ich sage euch jetzt etwas, was ihr nicht vergessen solltet. Euer Charakter ist das, was ihr im Verborgenen tut. Charakter ist das, was ihr tut, wenn niemand zusieht, außer Gott. Charakter ist nicht, was ihr am Sonntagmorgen tut, wenn ihr mit euren christlichen Freunden zusammen seid. Ich meine, natürlich gehört das dazu. Aber euer Charakter zeigt sich, wenn ihr mit Leuten zusammen seid, die nicht glauben. Charakter ist das, was ihr tut, wenn ihr unter Druck seid. Charakter ist das, was ihr tut, wenn niemand zusieht, außer Gott. Wir werden nie reifer werden und einen göttlichen Charakter entwickeln, bis wir lernen, immer mit dem alles sehenden Auge in unserem Inneren zu leben. Ich meine, wir können nichts tun, das Gott nicht sieht. Wir können nirgends hingehen, wo er nicht ist. Denkt mal drüber nach. Deshalb brauchen wir nicht zu versuchen, unsere Freunde zu beeindrucken. Wir müssen für seine Herrlichkeit leben. Wir müssen Entscheidungen treffen. Es geht immer um Entscheidungen. Nehme ich den schmalen Weg oder den breiten? Nehme ich den Weg, der zum Leben führt, oder den Weg, der ins Verderben führt? Natürlich ist es schwieriger, auf dem schmalen Weg zu bleiben, denn da ist kein Platz für euer fleischliches Gepäck. In Matthäus 7, Verse 13 und 14 lesen wir, dass auf dem schmalen Weg Druck auf uns ausgeübt wird. Sobald ihr versucht, richtig zu leben, müsst ihr damit rechnen, dass der Teufel euch unter Druck setzt. Und das tut er zum Beispiel durch eure Freunde oder eure Familie, die euch verurteilen, kritisieren oder euch vorwerfen, ihr würdet versuchen, etwas Besseres zu sein und so weiter und so weiter. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir müssen Gott kennen, sagt alle, ich muss Gott kennen. Er fährt fort in Vers 18 und betet, ihr erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, sagt alle, wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Als zweites will Gott, dass ihr wisst, und das ist so gut, dass ich es kaum aushalte, was euch in Christus gehört. Was gehört euch in Christus? Wenn ich das jetzt auswendig sagen sollte, ohne eine einzige Bibelstelle aufzuschlagen, könnte ich euch alle möglichen Dinge aufzählen, die euch in Christus gehören. Sie gehören euch jetzt. Sie sind ein Geschenk, euer momentaner Besitz in Christus. Ihr seid durch ihn erlöst. Ihr seid durch ihn gerechtfertigt. Ihr seid durch ihn geheiligt. Durch ihn seid ihr vor Gott gerecht gemacht. Ihr habt Frieden durch ihn. Ihr habt Freude durch ihn. Ihr habt Kraft durch ihn. Ihr habt Hoffnung durch ihn. Seinetwegen habt ihr eine Zukunft. Euer Name wurde seinetwegen in das Buch des Lebens geschrieben. Ihr habt Weisheit durch ihn. Ihr habt Kreativität. All das habt ihr jetzt. Eines der tollsten Dinge, die ihr lernen könnt, ist es, euren Mund dafür zu gebrauchen, zu prophezeien und auszusprechen, was ihr genau jetzt in Gott habt. Wenn ihr lernt, über die Dinge, die noch nicht da sind, so zu sprechen, als wären sie da, werdet ihr sie sehen. Dann sagt ihr zu dem Berg, hebe dich weg von hier. Gott knöpft sich oft mein Mundwerk vor. Das geht jetzt schon ein ganzes Jahr so. Und ehrlich gesagt denke ich mittlerweile, ich bin es so leid, das zu hören. Gott, was mache ich denn nur falsch? Aber endlich habe ich es verstanden. Es war in dieser Woche, er sagte, es geht nicht darum, dass du etwas Falsches sagst. Du sagst nichts Falsches. Ich will, dass du den Mund aufmachst und mehr Richtiges sagst.
Gott hat mich dadurch eigentlich nur an etwas erinnert, das ich schon wusste. Doch manchmal werden wir faul. Er sagte, ich will, dass du tust, was David in Psalm 2 beschreibt. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Lest die Bibel nicht nur, sondern verkündigt das Wort Gottes über euer Leben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin gesegnet vom Heiligen Geist. Gott hat eine großartige Zukunft für mich geplant. Wie Sie andere Menschen behandeln, ist Gott wichtiger als die Anzahl Ihrer Gottesdienstbesuche in der Woche. Das wird Sie vielleicht wundern, aber wissen Sie, es bringt gar nichts, immer und immer wieder in die Kirche zu gehen, wenn sich dadurch unser Verhalten nicht verändert. In Epheser 5, Vers 1 heißt es, seid nun Nachahmer Gottes, eifert ihm nach und folgt seinem Beispiel. Behandeln Sie die Menschen so, wie Sie glauben, dass Jesus sie behandeln würde? Wir alle sind seine geliebten Kinder und er will, dass wir andere so behandeln, wie er es tun würde. Wir müssen alles darüber lernen, wie Gott ist. Wie würde er andere Menschen behandeln? Was können wir von Gott erwarten? Wie können wir jemand nachahmen, den wir eigentlich nicht besonders gut kennen? Wenn man sie fragt, kennen sie Gott, bejahen das die meisten Menschen, weil sie etwas über Gott wissen. Aber kennen sie Gott wirklich? Wir sind hier in Ruanda im Kingdom Education Center, wo wir die Möglichkeit haben, diesen wunderbaren Kindern zu helfen. Sie werden unter anderem gelehrt, dass die Heilung einer Nation damit beginnt, die Liebe Jesu Christi anzunehmen und zu vergeben. Wir können jeder notleidenden Nation helfen, indem wir sie lehren, Gott und andere Menschen zu lieben. Am besten ist es, bei den Kindern anzufangen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie uns dabei helfen, diesen Kindern ein neues Leben zu schenken, damit die Nation vollständig wiederhergestellt werden kann. Gott segne Sie. Der Alltag kann ja so eintönig sein. Immer dasselbe. Lust auf mehr Farbe? Neuen Schwung bringt Ihnen das Joyce Meyer Magazin »Das Leben genießen«. Mit mutmachenden Artikeln, die Sie zum Lachen bringen und wertvollen Impulsen zum Nachdenken und Vertiefen, erleben Sie echte Veränderung. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie bunt und schön das Leben sein kann. Ich sagte bunt und schön. Bestellen Sie jetzt das Leben genießen von Joyce Meyer. Alle 3 Monate neu und kostenlos. Rufen Sie an 040 88 88 41111. Oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/magazin. Kappen Sie die Leinen. Brechen Sie auf zu neuen Ufern. Lassen Sie Ihr altes Leben hinter sich. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Joyce Meyer erklärt, wie es geht. In ihrem Buch Aufbruch in ein neues Leben. Bestellen Sie das Buch Aufbruch in ein neues Leben jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 41111.